Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Tech und Community Podcasts. In der heutigen Folge habe ich Daniel Wessel zu Gast. Er ist MVP für Microsoft 365 Apps und Services und organisiert unter anderem den Bremer Azure und SharePoint Stammtisch oder kurz BAS und ist Sprecher auf internationalen Konferenzen. Hallo Daniel, willkommen im Tech und Community Podcast. Freut mich total, dass du heute dabei bist. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörenden vor. Ja, hallo Thomas, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Daniel Wessels, bin MVP jetzt seit 19 Jahren, wenn man Microsoft glauben darf. Ich habe allerdings Anfang 2000 schon angefangen mit der ganzen Geschichte. Nee, 2002, Entschuldigung. Und nach meiner Rechnung werden es schon 20, aber wir hoffen mal aufs nächste Jahr. Bin ursprünglich mit SharePoint groß geworden, damit fing das Ganze an. Mittlerweile Office Apps and Services, wie es so schön heißt. Anfangs auch noch viel SharePoint-Umfeld gemacht, mittlerweile viel Teams-Bereich zwangsläufig. Und aber auch Einführung überhaupt von Office 365, wie kann das Toolset benutzt werden und helft dann entsprechend meinen Kunden. Ja, unser Thema ist ja heute der, wie heißt das so schön, der Bremer Azure und SharePoint Stammtisch. Genau. Da kommt natürlich für mich sofort die erste Frage, wie kam es denn eigentlich zu der Zusammenführung von Azure und SharePoint? Eigentlich ist es mal entstanden aus einer SharePoint User Group, Bremen-Oldenburg, so war der ursprüngliche Titel der ganzen Geschichte. Und das war zu Zeiten, als wir wirklich noch SharePoint On-Prem irgendwie hatten. Also das Ding, wir sind jetzt im 10. Jahr. Mhm. Hatten jetzt auch gerade letzten Monat, glaube ich, gerade unsere Jubiläumsausgabe sozusagen, so Geburtstagssession. So hatten wir damals auch zu On-Prem-Zeiten gegründet. Und dann kam halt, zwangsläufig erstmal Cloud-Themen dazu. Das wurde immer mehr nicht nur SharePoint Online, sondern dann auch zwangsläufig Office 365, Teams vor allem ebenfalls. Und dann kann man sich auch vor Azure nicht mehr sperren. So, da wir aber für die Region hier relativ schlank sind, sage ich mal. Wir haben zwar einen konstanten Teilnehmerkreis, aber es sind so um die 15 Leute immer da. Hatten wir es eine ziemlich blöde Idee, das zu trennen und einen zweiten Stammtisch für Azure nochmal aufzumachen, ah, okay. Weil wir dann irgendwie nicht zu klein werden wollten. Das fanden wir blöd. Und darauf haben wir entschieden, wir ziehen das zusammen und waren dann auf der Suche nach einem Namen und mit hin und her überlegen und ein, zwei Glas Bier vielleicht auch, kamen wir auf BAS. Und daraus ließ sich der Rest dann sehr schön zusammenbauen. Jetzt von der Namensgebung her, ist dann Bremen auch euer, ich sag mal, Hauptstandort für User-Group-Treffen? Ja. Wir haben zwar ursprünglich als Einzugsgebiet, sag ich mal, so Metropolregion Bremen-Oldenburg, so hieß es auch ursprünglich mal. Entschuldigung. Es kommen auch einige Oldenburger dazu, aber wir haben uns immer in Bremen getroffen, weil da eigentlich schon wir als Organisatoren dort sitzen und die aus Oldenburg kommen, ist eine relativ überschaubar, aber die gleiche Gruppe, die haben ihre Fahrgemeinschaft mittlerweile, das hat sich ganz gut etabliert. Zumal wir auch vom Modus her von der Location geguckt haben, wie wir das machen. Ich weiß, in Hamburg haben die immer so wechselnde Locations zum Beispiel, weil dann die einzelnen Teilnehmer dann auch Chance haben, dann über ihre örtliche oder Räumlichkeiten das mal mit anzubieten. Das hat sich hier bei den Teilnehmern so ein bisschen schwierig dargestellt, sodass wir uns mittlerweile eigentlich immer an der gleichen Stelle treffen. Wir haben hier so ein Bistro, die haben so einen abtrennbaren Raum mit Beamer dran und so weiter, sodass wir dort cool. Dann auch immer optimal verpflegt sind und da dann unsere Session-Karte dann die Vorträge entsprechend immer haben. Und daraus ist entstanden. Das heißt auch, ihr trefft euch bevorzugt dann vor Ort in Bremen oder macht ihr das auch hybrid, wie es ja so inzwischen Mode geworden ist? Hybrid haben wir, glaube ich, bisher gar nicht gemacht. Doch, zweimal, aber im Rahmen von hier Teams Community Day. Dann ist es natürlich hybrid. Ansonsten haben wir uns, glaube ich, als Corona anfing, dreimal, glaube ich, rein online getroffen. Hm. Haben das dann aber fallen lassen, weil es gab so viele Events, alles online. Und dadurch, dass sich die Örtlichkeit erledigt hatte und du heute in Köln, morgen in Hamburg, übermorgen in Berlin und am Freitag dann in München dabei sein konntest, ohne dich von deinem Tisch wegzubewegen, war das immer alles ein Tick zu viel. So, dann haben wir das einfach dann sein lassen erstmal. Ja. Und als wir wieder konnten und durften, haben wir dann wieder angefangen aufzumachen. Das heißt, wir treffen uns eigentlich primär in Person und dann machen wir das althergebracht. Ja. Trefft ihr euch monatlich oder in welches Euer? Wir treffen uns monatlich. Der ursprüngliche Turnus, den wir uns mal aufgelegt haben, ist immer erster Donnerstag im Monat. Mhm. Das haben wir mit Corona manchmal ein bisschen aufweichen müssen, dürfen, schleifen lassen, wie auch immer. Und man sagt, Termine so ein bisschen raus. Also es ist immer der Donnerstag, dabei sind wir geblieben, aber diesen ersten Donnerstag, den schaffen wir nicht immer.
Und den versuchen wir jetzt langsam wieder einzufangen. Also haben wir das nächste Treffen jetzt am 1. Dezember. Ja, ist ja cool. Ich meine, das war, wie du schon sagst, also gerade in der Anfangszeit von der Pandemie war es ja wirklich so, dass wir so ein Überangebot an Online-Meetups hatten. Ja. Und es ja innerhalb einer Woche konntest du ja an 7, 8, 9 Meetups teilnehmen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, inzwischen normalisiert sich die Intervallsituation wieder so ein bisschen. Ja, also viele machen ja wieder vor Ort, das finde ich auch gut, weil, also gerade Community-Treffen lebt ja davon, dass du halt zwei, drei, vier Gesprächsgrüppchen hast. So, und da kommt online halt an Grenzen. Es kann halt immer nur einer reden, so wirklich. Und das macht es dann manchmal schwierig, so dass man zumindest in seiner Gruppe zwar ist, was bespricht oder so, und dann in der Nachbargruppe was hört, wo man merkt, ach Mensch, ist auch spannend und ich gehe mal rüber oder so. Oder werft zumindest was ein, weil ich glaube, das haben wir irgendwie übersehen. Oder ich habe da was Spannendes irgendwie zu sagen, aber das geht halt flöten online. So. Das heißt, du trennst die Leute hart in irgendwelche Breakout Rooms, sonstiges, da halte ich aber nicht viel von, weil hast du keine Gemeinsamkeit mehr. Nee, also ich glaube, Breakout Rooms ist für Community-Treffen auch die falsche technische Lösung. Definitiv. Ist ja keine Arbeitsgruppe, ne? Also ja, auch So, kein und Spaß. so. Ich hatte mal darüber nachgedacht, ob wir sowas wie Altspace VR irgendwie benutzen, Ah, dann okay. für die Online-Treffen. Weil da hast du wenigstens dieses Feeling mit, du kriegst Gespräche am Rande mit, du kannst durch die Leute durch und also dran vorbeigehen und hast halt diese Distanz. Also das eine Gespräch, was laut ist sozusagen, weil du da stehst, und dann das andere, was du im Zweifelsfall mithörst oder irgendwen, den du noch siehst oder so, wo du mal Hallo sagen wolltest. Ist so bei einer Gruppe von denen, die wir haben mit 10, 15 Leuten, selbst wenn wir dann mit überregional 20 und 25 gekriegt hätten. Nee, ich wollte die Leute anfassen können, im Zweifelsfall. Ja, das, also das ist ja auch gerade das, wovon, also finde ich auf jeden Fall Community-Treffen eigentlich von leben, ne? Dass man halt so ein bisschen schnacken kann auch. Genau. So, und deshalb, nee, haben wir es dann wieder, als es rein online war, als wir sich treffen konnten, ein bisschen reduziert oder einschlafen lassen. Und fahren jetzt langsam wieder hoch. Wenn ihr so, wenn ihr euch trefft, habt ihr dann so ein Schwerpunktthema mit einem Talk oder zwei Talks oder wie sind so, wie so die Struktur von so einem Also User-Group-Meetup bei euch? Entschuldigung, wir haben meistens nur einen. Nein, wir haben eigentlich immer nur einen Talk, weil wir relativ viele Fragen zwischendurch immer haben. Das hat sich bei uns rausgestellt, dass so ein Vortrag, der so für eine Stunde vielleicht ausgelegt ist, meistens sich auf 2 Stunden hinauszieht oder hinzieht, weil einfach viel Diskussion zwischendurch irgendwie stattfindet. Hängt ein bisschen davon ab, wer so spricht. Manche wollen das nicht. Das hatten wir bisher aber ehrlicherweise noch gar nicht so richtig. Und haben halt recht diskussionsintensive Runden meistens immer. Wir machen es auch meistens so, dass wir meistens so zweimal im Jahr machen wir auch einfach nur Open Table sozusagen. Das heißt, wir bringen gar kein echtes Thema mit, sondern treffen uns nur so und dann um uns einfach so auszutauschen, was so passiert ist. Meistens so im Sommer, wenn eh viele nicht da sind, dann einfach nur gemütliches Treffen. Und Richtung Weihnachten das gleiche auch nochmal. Das funktioniert genauso. Und selbst dann sitzen wir 3 bis 4 Stunden da zusammen. Ja, also ich bin so ein bisschen hinterhergerissen, wie ich das mit den, mit meinen Meetups so ein bisschen mache, weil mit den zwei Talks, das ist immer ein bisschen viel, ne, was man dann halt auch so merkt. Und plus dann noch Diskussionsrunden, das frisst auch Ressource, also auch im Kopf, meine ich jetzt gar nicht mal so von der Zeit her, sondern einfach, weil man, also wir treffen uns ja immer so ab 18 Uhr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, Und auch dann ist natürlich 18:30 so, starten wir. ja, und Genau. dann bist du so hinten dran am Arbeitstag und dann möchte ja so ein bisschen auch leichtere Kost für den Kopf war. Ja, richtig. Nee, ich habe auch keine Lust, an dem Abend noch irgendwie Organisationshüter zu spielen und sagen, okay, hier Sprechzeit und so weiter. Und jetzt müssen wir noch wechseln, damit der andere auch seine Zeit hat. Das finde ich anstrengend. Dann haben wir lieber eine gemütliche Runde. Ein Thema, dem wir uns ein bisschen fest austauschen können, dass wir noch wissen, auf was sich da einlassen. Und am Ende driften wir immer ab. Und das sind dann teilweise technische Themen, teilweise, wir müssen jetzt mal über PV-Anlagen unterhalten. Also Auch schön. nach hinten raus dann, also zum gemütlichen Teil. Ja, ist auch cool. Sag mal, wie hast du denn überhaupt so deinen Weg in die IT und in die Community-Arbeit gefunden? Die Community-Arbeit, das war ein Unfall, eigentlich. Ich habe damals, das ist wirklich zu verstehen, das war 2000, nee, 1999 war das schon, während meiner letzten Züge der Ausbildung sollte ich mich in meinem Betrieb damals mit SharePoint 2001 auseinandersetzen, der damals in der Beta-Version rauskam, also die allererste Version davon. Ja, so alt bin ich.
So, ja, SharePoint Services, wir erinnern uns dunkel. Ja, genau, ja. Genau. Mhm. So. Weil die Überlegung war, das als Intranet zu benutzen. Und ich sollte das einfach mal eruieren und evaluieren, ob das brauchbar wäre für uns als Laden. Weil es kein Microsoft-Laden. Wir haben damals, der Hauptaufgabe des Betriebs war Radardatenvisualisierung für Flughäfen. Oh. Und Windows und Co. war eigentlich nur Mittel zum Zweck. So, wir hatten eine kleine Abteilung, die hat so ein bisschen Entwicklung unter Windows gemacht, aber 90% des Haufens war Unix und Co. So, und wieder, damals sollte ich mir das anschauen, habe das auch gemacht, habe das installiert, habe meine Testumgebung gehabt und mangels Dokumentation habe ich mich damals dann in den Newsgroups rumgetrieben, um Einstieg zu finden. Wie funktioniert was? So, und aus meinen Fragen wurden dann irgendwann Antworten, sodass ich dann angefangen habe, dann anderen zu helfen, weil ich halt deren Probleme nachgestellt habe, weil ich dachte, wenn ich das heute schon weiß, was kaputt gehen kann und wie ich es heile kriege, ist das für den Betrieb vielleicht gar nicht so schlecht. Und irgendwann habe ich dann 50% der Postings da irgendwie übernommen. Und daraus ist das dann entstanden. Irgendwann rief dann Microsoft an, ob ich Lust hätte, das zu machen. Ja, auch schön. Und wenn das stimmt, der Vorschlag, das war Vorschlagkontakt von Siegfried Weber. Auch Urgestalt aus dem MVP-Umfeld. Du als Exchangement kennst ihn vielleicht sogar noch. Viel CDO gemacht. Der hat mich damals vorgeschlagen. So, daraus dann bin ich damals MVP geworden. Ich kannte das Programm zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich will erstmal schlau machen, was ist das überhaupt? Ja, das war dann auch noch nicht ganz so breit sichtbar wie heute. War auch gar nicht mehr Kosmos zu der Zeit. Wie gesagt, Microsoft war Mittel zum Zweck, war nie Geschäftsfeld. So, deshalb war mir das irgendwie unbekannt. Und bin wieder dann in das Programm mit reingerutscht. Heute damals relativ kurz nach der Ernennung das Programm auf die TechEd, glaube ich, damals und habe dann so die ersten anderen MVPs kennengelernt, habe erstmal festgestellt, was ist überhaupt für ein Schlag von Menschen und wie ticken die und was machen die eigentlich alles, was ist die Microsoft-Welt und das war ein recht positiver Kulturschock. Das hält bis heute an. Ja, wollte ich ja sagen, wenn ich das richtig gesehen habe, auch oder wenn man das so anschaut in deinem Profilinformation, das sind ja schon mal ein paar Jahre zusammen, denen du den MVP ja. Wenn mich nicht alles täuscht, auch durchgängig hast, ne? Nein, ich habe einmal 6 Monate pausiert, 2006. Ah, okay. Da hatte ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich habe einfach keine Zeit gehabt, irgendwas zu tun. Ich wusste, es kommt wieder was. Aber damals hieß es halt, Daniel, es tut uns leid, aber Aktivitäten waren halt nicht genug. Aber wenn du wieder was tust, hier ist dein Profil, trag ein und dann im nächsten Zyklus bist du gerne wieder im Review mit dabei. Fantastisch, ja. Und war dann auch dann wieder da, weil wie gesagt, es war einfach halbes Jahr Pause bei mir. Bist du jetzt noch mehr in der Technik, ich sag mal, verortet oder eher Planung, Change Management? So. Oder wo bist du unterwegs? Also viel Architektur, sag ich mal. Okay. Wie können wir Dinge lösen? Wie gehören Dinge zusammen? Welche Abteilungen müssen wie miteinander reden? Aber dann auch die Sachen entsprechend halt machen. Also ich bin nicht mehr so auf ein Produkt verhaftet. Weil im Endeffekt das Zusammenspiel jetzt das ist, wo ich den Leuten eigentlich eher helfe. Okay, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die natürliche Entwicklung, dass wir halt in der On-Premises-Welt, früher waren das alles so statische Produktsilos. Ja. Und jetzt in der Microsoft 365-Welt ist es halt eine komplett verzahnte genau. Komponenten. Da kann man so starr gar nicht trennen. Nein, keine Chance. Und dann muss ich halt, also viele halt einfach in der Kunden werden, die anfangen wollen, halt doch wieder Sachen zu entwickeln, wenn ich sage, ja, das könnt ihr tun. Und ja, dann habt ihr auch nur eine Komponente, die ihr warten müsst, aber ihr könnt auch 4 zusammenstecken oder 5 Komponenten, die in sich geschlossen, aber relativ einfach zu verwalten sind, ohne dass ihr euch um Quellcode, Deployment und Co. irgendwie großartig Gedanken machen müsst. Klar, Dokumentation, aber so. Aber es dann halt etwas einfacher in der Umsetzung wird. Ja, komplexer in der Dokumentation und dazu schauen, was hängt mit zusammen. Aber die Sachen sind ja meistens schon da. Also ein Großteil von dem, was man mittlerweile Technologie irgendwie braucht, ist irgendwie schon in einer Art von konfigurierbarem System, Service, was auch immer vorhanden. Und da musst du halt nur noch die richtigen zusammenstecken. So, das waren. So habe ich eigentlich schon angefangen. Früher habe ich viel Infopath und Workflows gemacht unter SharePoint. Ja, das tut weh. Du hast Infopath gesagt, einfach ja, so. Richtig, genau. Ja. So, und das sind halt 2 Komponenten, beziehungsweise 3, die wir zusammenreden mussten. So, wenn du das heute machst, dann hast du halt deine App, du hast einen Flow, vielleicht lagerst du was in der Function aus oder noch in der Logic-App oder irgendwas und so verteilen sich halt die Komponenten mehr, aber du kannst halt die einzelnen Sachen in sich wesentlich einfacher bauen, verwalten. So, und das ist halt viel, was ich mache mittlerweile. Ja, du hast vorhin so schön beschrieben bei deinem Einstieg, dass du ja
aufgrund fehlender Dokumentation Sachen ausprobiert hast und dann damit auch in den Foren anderen so helfen konntest, hast du das Gefühl, dass die Produkt- und Service-Dokumentation heute besser ist als früher? Ja, deutlich. Also wir damals, als ich angefangen habe, quasi effektiv gar keine Dokumentation. Und also gerade im SharePoint-Umfeld damals schon hat es sich deutlich stark, sehr, sehr stark verbessert, weil auch das SharePoint-Team sehr gut der ganzen Community zugehört hat. Das hatte damals noch nicht jedes Team verstanden bei Microsoft, aber SharePoint war da schon immer sehr, sehr gut. Muss ich dem ganzen Team auch mal zugutehalten. Und das haben wir viele mit danach gezogen. Also das, was Microsoft unter Docs halt irgendwie, Learn heißt es jetzt, Entschuldigung, unter Learn alles zusammengefasst hat, das ist schon mittlerweile wieder recht ordentlich. Wie gesagt, als ich gestartet habe damals, war das schon sehr gut, die Dokumentation für Entwicklung fand ich, dann hat das alles ein bisschen nachgelassen, aber es hat mittlerweile wieder sehr gut aufgeholt. Wobei die Grenzen ein bisschen verschwimmen, aufgrund der Tatsache, dass natürlich man jetzt auch aus Community sich bei den Sachen zuarbeiten kann, was die Qualität natürlich auch nochmal deutlich verbessert. Und man am Ende aber nicht so genau sagen kann, liegt das daran, dass Microsoft mehr tut oder Microsoft sich einfach nur mehr geöffnet hat und andere tun lässt. Das lassen wir mal so stehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Interessiert ihr die gerne mal bei euch im Stammtisch was präsentieren möchten, was erzählen möchten? Wie können die sich am besten mal an die BAS wenden? Wir haben einen Twitter-Account, der aber ehrlicherweise also ich sehe das, wenn da was passiert, so. Da passiert auf dem Account nicht viel, weil ich für mich persönlich schon wenig poste, was das angeht, ehrlich gesagt. Es ist mehr so ein lesender Account und das schlägt natürlich auch auf den Account durch. Alles, was da aufschlägt, kommt bei mir an. Das heißt, wer das möchte, darf sich da gerne hinwenden oder ansonsten auch gerne an mich. Ich bin bei Twitter zu finden unter MossLive, MOSSLIVE. Noch damals aus Microsoft Office SharePoint Server. Ja, quasi Version 2 der ganzen Geschichte. Wer die Abkürzung noch kennt. Richtig, genau. Genau, darüber am ehesten. Das erreicht mich. Das ist ja cool. Möchtest du noch einen kleinen Aufruf machen, so die BAS-Treffen denn auch vor Ort zu besuchen? Sehr gerne. Wer aus der Region kommt oder gerade in der Nähe ist, wenn wir ein Treffen haben. Wir organisieren uns grundsätzlich die Treffen jetzt bald nicht mehr über Xing, zwangsläufig, sondern sind auf Meetup gewechselt primär. Sind dort zu finden. Wir treffen uns, wenn es klappt, jeden ersten Donnerstag im Monat mit Themen rund um Office 365 oder aber auch Azure. Machen immer eine lockere Diskussionsrunde und wer sich da gerne austauschen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Wir haben recht gute Verpflegung, wir treffen uns in einem Bistro, sie haben sehr, sehr gute Flammkuchen, wer möchte. Die Getränke sind komplett gesponsert durch die Firmen, die uns damit unterstützen, sodass man jeder sich nur noch um sein Essen kümmern muss, aber Getränke ist für alle ausreichend vorhanden. Und wieder, cool. Wir haben Platz. Jederzeit herzlich willkommen. Wunderbar, Daniel. Danke für deinen Besuch im Podcast und ich hoffe, dass noch mehr Besucher zu euren Meetups kommen. Ja, gerne, danke, Daniel. Gerne. Die Kontaktdaten von Daniel und auch vom Bremer Azure und SharePoint Stammtisch findet ihr wie immer im korrespondierenden Blogartikel zu der Episode.